Ja, danke Markus und ein herzliches Hallo an alle. Es ist doch wieder sehr voll geworden, das ist sehr schön. Und ja, heute gibt es auch ein Live-Bild, das müssten Sie jetzt gerade sehen. Das heißt, meine Bildschirmübertragung hat begonnen. Startbildschirm von HDR Projects 2018 in der Professional-Version. Markus sagte schon, ich werde mich immer auf die größte Version beziehen des Programms, weil ich damit natürlich dann direkt alles machen kann, muss ich keine Programme hin und her wechseln. Heute geht es um Schnee, Michael, um darf ich ganz kurz bitte. dazwischen? Nur, falls es nur bei mir so ist, du hast die gleiche Auflösung wie immer oder hast du die Auflösung kleiner gewählt? Bei mir kommt das Bild sehr klein an, wie wenn deine Auflösung höher wäre. Das kann aber auch an meiner Auflösung hier liegen. Es ist nur Ist alles wie ungewöhnlich. immer. Ist auf Alles Full wie HD, immer. 1920. Wunderbar. Dann Sollte liegt's also an mir, passen. Schatz. Danke, Wunderbar. weitermachen. Okay, dann geht's weiter. Ja, es geht um Schnee. Es geht um nicht nur um Schnee, sondern um Farbtonung, um Farbtemperatur, um ich sage mal Misstonung von einigen Bereichen, also unerwünschte Farben, die man vielleicht nicht haben möchte. Und die Frage, wie kriegt man das eliminiert? Wie kriegt man das Problem in den Griff, ohne dabei andere Bildbereiche, ich sage mal, auch mitzunehmen? Also ich lade einfach mal eine erste Belichtungsreihe ein, nehme hier diese drei Bilder per Drag and Drop, lasse die auf das Programm runterfallen und dann beginnt das Einladen, die automatische Bildausrichtung, weil die Reihe ist von Hand aufgenommen. Es wird ein HDR-Bild erzeugt, es wird Tonemapping berechnet, es wird der Optimierungsassistent hier auf der rechten Seite genutzt und es entsteht ein Bild. Wenn wir uns dazu die Belichtungsreihe an sich mal anschauen, so klicke ich mal hier oben auf diesen kleinen Play-Knopf, landen wir im Bildsequenz-Player, steht da oben. Damit kann man die Gewichtung einschalten, die mache ich mal kurz aus. Damit kann man sich quasi durch die Belichtungsreihe weich durchblenden oder hier oben das weiche Überblenden abschalten. Und dann sieht man eben genau die drei Bilder, die ich aufgenommen habe. Das ist hier bei mir um die Ecke. Am See so ein kleines Stück Steg, so ganz auf dem Boden liegend fotografiert mit der Sonne da oben drin. Eigentlich ein ganz schönes Bild. Aber auch dieses Bild hat, wie fast jedes Schneebild, ein Problem. Nämlich, dass dunkle Bereiche Schattenbereiche blau werden. Sie können ja mal in sich gehen und für sich mal überlegen, was Sie glauben, wo das herkommt. Während Sie vielleicht so ein bisschen das so im Hinterkopf schweben lassen, würde ich gerne noch etwas Allgemeines erzählen und dabei auch das Programm HDR Projects für unsere neuen Zuschauer ein bisschen vorstellen kurz. Nämlich diese Frage, die immer mal wieder aufkommt. Was ist Tonmapping? Was ist ein HDR-Bild? Wie kommt das Ganze zusammen und was passiert da eigentlich? Dazu gehe ich mal hier oben, meinem Mausfall einmal folgen, oben links in den Bereich Belichtungsreihe bearbeiten. Dann kommen wir in den gesamten Bereich, der sich in diesem Programm mit HDR befasst. Das hier alles gehört zum Thema HDR. Nochmal zurück. Das hier alles gehört zum Thema Bildnachbearbeitung, Tonwertkorrektur, Post-Processing, wie auch immer man das nennen möchte. Das eigentliche HDR findet hier vorne statt. Und dabei passiert Folgendes. Aus den verschiedenen Bildern der Belichtungsreihe, die ich hier jetzt gerade durchgehe, kurze Belichtung dunkel, mittlere Belichtung heller, länger belichtet noch heller. Also die minus 2 EV, 0 EV, plus 2 EV in diesem Fall, diese drei Bilder, werden zu einem Bild, das was wir hier sehen, HDR-Bild zusammengefasst. Das heißt, mehrere Informationen pro Bildpunkt werden aufaddiert mit bestimmten Gewichten. Also nicht einfach nur alle drei aufeinander und dann durch drei teilen, sondern mit Gewichten. Und das ist eben das, was Sie hier sehen, diese Gewichtungsbilder. Dieses Gewichtungsbild besagt, je heller das Bild hier ist, umso mehr geht von dem dunklen Bild in das HDR-Bild ein. Und je dunkler das irgendwo ist in dem Bild, desto weniger geht davon ein. Das merkt man im Prinzip dadurch, dass aus dem dunklen Bild tendenziell die helleren Bereiche des Bildes genommen werden. Man sieht hier, die Schattenbereiche sind dunkler, also weniger gewichtet. Und aus dem hellen Bild
werden die dunklen Bereiche genommen, weil dort die Details zu sehen sind. Und auf diese Art und Weise wird eine sogenannte Lightmap intern erzeugt, eine Lichtkarte des Bildes, wo pro Pixel drin steht, da auf diesem Pixel ist so und so viel Licht. Und diese Zusammenfassung ist das HDR-Bild. Das ist also ein HDR-Bild, ist eine Lichtkarte, eine Abbildung der Lichtintensität pro Bildpunkt. Das ist noch nicht das, was wir sehen. Das, was wir hier sehen, ist eine aufbereitete Anzeige. Das reale HDR-Bild zeige ich Ihnen auch mal. Dazu muss ich in die Einstellungen gehen und hier diese Schaltfläche HDR Gamma im HDR-Bild anzeigen, aktivieren. Wenn ich das jetzt übernehme, dann sehen Sie das reale HDR-Bild. Das würde so aussehen. Das ist ziemlich dunkel. Das heißt, wann immer von einem HDR-Bild die Rede ist, braucht es eine zweite Technik, um diese aufaddierten Lichtinformationen, die man mit verschiedenen Verfahren aufaddieren kann, nämlich das Erzeugen dieser Gewichtsbilder, kann man unterschiedlich gestalten. Und hier gibt es kein Algorithmus, wo man, also kein Verfahren, wo man sagen kann, das ist das Beste, das ist das einzig Mögliche, sondern es gibt sehr viele verschiedene. Einige davon finden Sie hier auf der rechten Seite. Und wenn ich die Algorithmen durchklicke, bekommen wir jedes Mal ein etwas anderes HDR-Bild. Das heißt, das Programm versucht im Grunde nur, in Anführungsstrichen, zu erraten, wie wohl die realen Lichtverhältnisse waren. Denn was wir nicht kennen, ist die Art und Weise, wie genau die Kamera diese Lichtinformationen einsammelt. Wir wissen ungefähr, wie das passiert. Das Licht auf dem Sensor wird gemessen, aber wir wissen nicht, nach welchen Gesetzmäßigkeiten das passiert. Deswegen braucht man unterschiedliche Algorithmen, um verschiedene Varianten anzubieten. Ich mache jetzt mal die Anzeige des Real-HDR-Bildes wieder aus, nämlich das HDR-Gamma wird rausgerechnet, damit wir ein Bild bekommen in dieser HDR-Bearbeitung, mit dem wir besser arbeiten können. Dafür ist diese Darstellung da, dass Sie mehr sehen können, wenn Sie einen Algorithmus wechseln. Und man sieht, dass zum Beispiel der Farbmix-Algorithmus an dieser Stelle hier unten im Schnee ein helleres Bild erzeugt, aber auch ein weicheres Bild. Während der Entropie-Algorithmus sehr viel detaillierter, aber auch tiefer ist dafür. Das kann man zu jeder Zeit im Programm entscheiden, welchen Algorithmus man möchte. Und das kann man nicht nur hier entscheiden, sondern auch in der Bildnachbearbeitung. Post-Processing oder Tonmapping-Bereich, wo wir gerade waren. Kurz nochmals, zusammengefasst. Ein HDR-Bild ist die Aufsummierung von Licht aus verschiedenen Bildern. Und um aus einem HDR-Bild ein für uns ansprechendes Bild zu machen, gehen wir ins Post-Processing. Dazu brauchen wir eine Technik, die eben diese aufsummierten Lichtanteile in den für uns sichtbaren Bereich bringt. Ich mache mal den Optimierungsassistenten aus und gehe mal hier oben rechts in den Expertenmodus. Dann zeigt mir dieser Expertenmodus, welche Effekte, gewählte Effekte 3, von diesem Preset auf der linken Seite gewählt wurden. Also wie das Kochrezept ist für das jeweilige Preset, von denen ich auf der linken Seite ganz, ganz viele auswählen kann, in den verschiedenen Kategorien oben. Das kennen die meisten von Ihnen schon. Wir wollen also die Lichtinformation, die im HDR-Bild eingesammelt wird, für uns sichtbar machen. Und das macht eben das Tone Mapping. Auch für das Tone Mapping gibt es wieder verschiedene Varianten. Denn auch hier gibt es kein richtig oder falsch. Es gibt nur ein gefällt mir besser oder gefällt mir weniger gut. Und wir haben uns viele Gedanken gemacht für diese Presets, für diese Voreinstellungen, Ihnen gute Rezepte zu liefern. Aber das Programm endet natürlich nicht damit, dass Sie hier ein Preset auswählen und sagen, so gefällt mir, sondern Sie wollen ja das Bild so gut machen, wie es irgendwie geht. Und dazu brauchen wir eben diesen Expertenmodus, wo wir dieses Kochrezept komplett verändern können. Wenn ich hier das Tonmapping jetzt mal deaktiviere, dann sind wir im Großen und Ganzen wieder da, wo wir beim HDR-Bild schon waren. Also das Tonmapping sorgt dafür, dass die Helligkeitswerte, also aktiviere ich mal das Histogramm, in den für uns am besten sichtbaren Bereich gebracht werden. Bedeutet, der am besten sichtbare Bereich sind die mittleren Helligkeiten. Die können wir am Monitor am besten sehen. Das heißt, wenn ich ein Tonmapping aktiviere, dann werden die schwarzen und dunklen Bereiche in die Mitte geschoben, also irgendwo hierhin, aber nur ein Stück. Und alles, was sehr hell ist, wird auch in die Mitte geschoben. Deswegen heißt das Tonwert Kompression, weil die Helligkeiten zusammengedrückt wird.
Tonmapping, ist eine Tonwertkompression, weil die Helligkeiten zusammengedrückt werden. Klicken wir da mal drauf, sieht man, wie sich das in die Mitte drückt und plötzlich sehen wir mehr vom Bild. Wenn ich dieses Tonmapping jetzt dupliziere und das nochmal anwende, wird es noch weiter in die Mitte gedrückt und wir sehen noch mehr. Aber wir sehen hier oben auch, dass das in der Sonne nicht mehr hübsch aussieht. Man könnte ja ursprünglich denken, wenn ich das jetzt alles maximal weit in die Mitte schiebe, sehe ich am meisten. Das ist grundsätzlich richtig, aber das Bild sieht nicht mehr hübsch aus. Vielleicht noch ein drittes Tonmapping, um es dann wirklich zu verdeutlichen. Das Bild wird immer flacher und immer weniger schön. Das heißt, die Kunst besteht darin, das Tonmapping so anzuwenden, dass es ein schönes, tiefes, kräftiges Bild wird. Aber trotzdem, per Doppelklick entferne ich gerade diese Effekte wieder, aber trotzdem möglichst viel an Details sichtbar werden. Einmal tief Luft geholt, das war das Vorwort, das war eine grundsätzliche Erklärung, was ist HDR und was ist Tonmapping. Wenn Sie also das nächste Mal sagen, ich habe da ein HDR-Bild gemacht, dann haben Sie eigentlich ein HDR-Bild gemacht und Tonmapping angewandt. Das gehört zusammen, unverbindbar zusammen. Wenn Sie ein fertiges Bild machen, ist immer ein Tonmapping drauf. Aber auch, ich selbst sage auch immer, ich habe ein HDR-Bild gemacht. Das ist halt einfach, man hat sich daran gewöhnt. Michael, gut. Darf ich kurz, wenn du eh schon Luft holst, gleich mal nicht einschreiten, aber die Frage vom Jörg beantworten, auch wenn es jetzt mit dem HDR Projects nichts zu tun hat. Er möchte einfach wissen, welche Einstellungen sind denn notwendig, damit man diesen Eisschnee überhaupt fotografieren kann. Nichts besonders Spezielles meines Wissens. Was man machen kann, ist, also natürlich in RAW fotografieren, ganz klar. Deswegen ist es auch gut, dass alle unsere Programme auch als RAW-Konverter fungieren und du die RAW-Dateien auch direkt einbinden kannst. Das Zweite ist, geh nah ran. Eine alte Fotografenweisheit. Gerade bei Schnee ist es so, oder bei Winterfotografie ist es so, dass je weiter weg die Objekte sind, desto mehr verschwimmen die so ein bisschen. Und die Sachen, die einfach sehr nah sind, die hast du einfach kristallklar da. Gute Objektive, letztendlich reden wir hier einfach von Schärfe. Unbedingt Streulichtblende verwenden. Und was man noch machen kann, ist vielleicht ein bisschen mit dem Weißabgleich spielen. Also die Automatiken oder die Einstellungen in den Programmen sind zwar sehr gut, aber wenn man es unbedingt mal ausprobieren will, kann man auch da schon ein bisschen damit spielen, dass man einfach mal mit zwei, drei verschiedenen Einstellungen fotografiert. Und eben das A und O ist es, unbedingt eine Belichtungsreihe verwenden. Denn dann hast du eigentlich schon gewonnen. Wenn du so ein Bild mit einer Dreierbelichtungsreihe machst, plus minus ein oder zwei EV, ist eigentlich egal, dann hast du auf jeden Fall ein Bild im Kasten, womit du später alles Mögliche dann draus zaubern kannst. Okay? Das soweit von mir. Bist du wieder dran? Ja. Die Frage von Eugen, das mache ich später noch, das passt jetzt gerade nicht ganz so gut rein. Man sieht hier an dem Bild, was der Markus auch gerade gesagt hat, das ist kein gutes Objektiv gewesen, denn hier hinten ist alles unscharf und hier vorne ist es auch unscharf. Ich habe mich halt einfach mit dem Standardobjektiv von meiner Canon 1100 in Schnee gelegt und einfach mal draufgehalten. Aber das ist manchmal auch ganz gut, dass man genau solche Bilder macht, damit auch ich selber was daraus lerne und feststelle, okay, ich hätte mir mehr als 10 Sekunden Zeit nehmen sollen, also nicht mich nur mal kurz in Schnee werfen, sondern vielleicht mal genauer durch den Sucher gucken. Verfärbung von Schnee ist eines der Hauptthemen heute. Ich wollte nur vorher einmal kurz aufreißen, was ist eigentlich HDR? Weil es gibt da doch immer wieder dieses Missverständnis, weil das hier vorne ist ja kein fertiges Bild. Das ist nur eine Zusammenfügung, die sogenannte HDR-Fusion von Licht, die dann über das Tonmapping zu einem Bild wird, was wir speichern. Kommen wir zum eigentlichen Problem. Ich setze mal diese Einstellung wieder auf Standardeinstellungen zurück. Wenn ich hier das Tonmapping an- und ausgemacht hatte, war dieses Häkchen dort bunt und hat mir gesagt, hier gab es eine Veränderung. Wir wollen jetzt uns damit beschäftigen, wie kann ich ungewünschte Farbeffekte entfernen. Und wir sehen hier gleich, hier in den Schattenbereichen ist der Schnee blau verfärbt. Wenn ich den Optimierungsassistenten aktiviere, der dann für mich Entrauschen, Tonwert, Klarheit, Dynamik und Schärfe im Bild analysiert und für mich optimiert und einstellt, wird das Ganze noch blauer. Denn das Programm sagt, okay, hier ist ein bisschen wenig Farbe drin und ich mache da mal ein bisschen mehr Farbe rein. Das Blau wird also noch stärker. Aber das ist ja nicht das, was ich möchte. Und vorhin hatte ich gefragt, wo das wohl herkommt.
Der Himmel spiegelt sich im Schnee, das ist das eine. Die Farbtemperatur kann bei der Fotografie möglicherweise falsch eingestellt sein. Das ist ein weiterer Grund. Oder es kann einfach Streulicht sein, was dann auch häufig vom Himmel kommt. Sie müssen mal ein Schneebild machen. Bei grauem Himmel, auch da kann es zu blauen Verfärbungen kommen. Das muss nicht immer vom Himmel kommen. Das kommt häufig vom Himmel. Was kann man tun? Zum einen könnten wir sagen, wir nehmen den Optimierungsassistenten daher und nehmen einfach Farbe aus dem Bild. Kann man sich sagen, okay, Problem gelöst, aber ist es ja nicht, denn wir haben ja im gesamten Bild die Farbe reduziert. Der Schnee ist jetzt zwar weißer, das ist schön, der Himmel aber auch. Das heißt, hier oben bei der Sonne, da ist überhaupt kein Blau mehr zu sehen. Also stellen wir das mal wieder zurück, sodass wir wieder, also auch, dass die ganzen Orangetöne verschwinden alle. Es kann also nicht der Weg der Wahl sein, einfach zu sagen, ich nehme Farbe raus, dann wird das Bild schon. Dann wird der Schnee schon weiß. Noch einfacher könnte man einfach sagen, ich gehe in monochrome Bilder, dann habe ich keinen bunten Schnee mehr. Das ist grundsätzlich richtig, aber hilft nicht so richtig. Das Zweite, was man tun kann, ist versuchen, die Farbtemperatur im Bild anzupassen. Also wenn das Bild jetzt mit einer zu kühlen Farbtemperatur aufgenommen wurde, dann haben wir einen Blaustich im Bild. Und den Optimierungsassistenten lasse ich mal an, dann sehen wir es ein bisschen stärker. Wir haben jetzt für den Weißabgleich verschiedenste Möglichkeiten. Also Weißabgleich und Farbtemperatur ist etwas, was ein bisschen zusammengeht. Wir könnten zum einen sagen, ich gehe in den Expertenmodus, nehme mein fertig bearbeitetes Bild, öffne mein Kochschrank mit den ganzen Zutaten, die ich habe, nämlich mit allen Bildfiltern und gebe hier mal ein Weißabgleich. Da bietet er mir dann zwei Effekte, zwei Filter an. Einmal einen automatischen lokalen Weißabgleich bedeutet, es wird automatisch ein Weißabgleich stattfinden, der auf Bereiche beschränkt ist. Und zwar auf Bereiche beschränkt bedeutet, der Effekt arbeitet in seiner Umgebung, guckt sich die Färbung an und passt entsprechend der vorhandenen Farben dort den Weißabgleich an. Das klicken wir mal per Doppelklick da rein und gucken, was passiert. Es wird etwas weniger blau insgesamt, aber der Himmel wird auch etwas weniger blau. Natürlich, denn auch hier oben hat das Programm eine blaue Verfärbung erkannt, weil der Himmel ist ja im Allgemeinen recht blau und das Programm kann das halt nicht unterscheiden. Das Programm weiß nicht, was ist Himmel. Jetzt könnte man sagen, okay, der Himmel ist oben. Wenn ich das Bild umdrehe, habe ich das Programm schon reingelegt. Also der Computer kann nicht erkennen, was ist Himmel, was ist Schnee, was ist ein Auto. Der Computer weiß nur, das sind Pixel und diese Pixel oder diese Bildbereiche haben einen bestimmten Farbton in ihrer Umgebung. Also automatischer lokaler Weißabgleich funktioniert nicht. Zumindest nicht komplett. Ich kann es nicht einfach anklicken und das Problem ist gelöst. Das zweite ist der manuelle Weißabgleich, den ich jetzt gerade hinzugefügt habe. Dann wird dieser Effekt entsprechend aktiviert und ich bekomme hier unten die Parameter, also die Werte des Weißabgleiches, die ich einstellen kann. Und das ist natürlich die Farbe. Die Farbe kann ich jetzt entweder eingeben, aber ich glaube, hier die richtige Weißabgleichsfarbe einzugeben, das können die wenigsten. Ich selbst kann es auch nicht. Also ich wüsste es jetzt auch nicht genau, was ich da eingeben muss. Deswegen gibt es diese Pipettenfunktion. Da klicken wir mal drauf. Und dann können wir eine Farbe im Bild wählen, die eigentlich grau sein sollte. Schnee sollte ja eigentlich grau sein, in Klammern weiß. Aber es ist natürlich nicht sehr hell hier. Also können wir auch sagen grau. Also eine Stelle im Bild anklicken, die ursprünglich farblos sein sollte. Ich klicke mal in diesen Schatten hier rein vom Schnee. Dann wird diese Stelle dort, wo ich jetzt gerade hingeklickt habe, wird grau und der Rest des Bildes wird farbig angepasst. Für meinen Geschmack ist das jetzt mächtig gelb. Woran liegt das? Nun, der Weißabgleich findet hier, der manuelle Weißabgleich findet global auf dem Bild statt. Egal, ob das an der Stelle hell oder dunkel ist. Wir wollen ja aber nur in die Schatten rein. Das heißt, auch der manuelle Weißabgleich hilft uns hier nicht wirklich weiter. Außer wir machen ihn in irgendeiner Weise selektiv. Das können wir auch machen. Das zeige ich später auch noch, wie sowas geht. Was wir machen könnten, wäre zu sagen, wir wollen jetzt den manuellen Weißabgleich nur auf die dunklen Bereiche im Bild beschränken. Wie machen wir das? Wir haben hier oben neu mit HDR Projects 2018 eingeführt, sogenannte Smart Mask Filter. Und mit diesen Smart Mask, mit diesen Maskierungsfiltern können wir einen einzelnen Effekt
begrenzen auf eine bestimmte Maskierung. Was bedeutet das? Ich nehme mal die Maskierung Gradation hinzu und den Effekt, den ich jetzt begrenzen möchte, muss ich einschließen. Das heißt, ich beginne die Maskierung oberhalb des Effektes. Ich habe den jetzt einfach, diese Effekte kann man hier einfach verschieben. Reihenfolge hat also durchaus einen Einfluss. Das wird von oben nach unten berechnet. Und habe jetzt gesagt, ich möchte eine Gradation, also eine Helligkeitsverteilung maskieren. Ich nehme mal den Weißabgleich dazu kurz raus. Dann können wir das etwas besser sehen gleich. Und bei dieser Gradationsmaskierung kann ich mir jetzt die Maske anzeigen lassen. Vorher stelle ich mal diese Maskierung ein auf Schatten. Man sieht hier unten jetzt seine Schattenkurve. Diese Kurve kann ich verändern, wenn ich möchte. Ich kann also hier entsprechend die Kurve einstellen und kann mir jetzt im Bild anzeigen lassen, wo würde denn jetzt hier der Effekt berechnet werden? Und der Effekt, der jetzt hier folgt, der manuelle Weißabgleich, wird überall dort berechnet, wo es hell ist. Je heller es ist, umso stärker wird der Weißabgleich an dieser Stelle gemacht. Wir machen die Maskierung wieder, die Anzeige wieder aus und fügen den manuellen Weißabgleich wieder ein. Was wir dadurch erreicht haben, ist, wir haben im Himmel nicht so viel Farbe verloren und im hellen Schnee nicht so eine starke Farbveränderung gemacht, sondern nur im dunklen Bereich, in allen dunklen Bereichen im Bild. Kurz wieder ausgeschaltet. So sah das im Original aus. Und so sieht ein maskierter manueller Weißabgleich aus. Es ist noch ein bisschen Restfarbe da. Das finde ich manchmal auch ganz gut, denn wenn das jetzt komplett schwarz-weiß wäre, wird es unrealistisch aussehen. Also das ist eine Möglichkeit. Wir können einen Weißabgleich maskieren. Um Ihnen zu zeigen, dass es noch viele andere Möglichkeiten gibt, setze ich dieses Preset mal wieder auf Original zurück. Wir sind wieder am Ausgangspunkt. Und die zweite Variante, die so ähnlich funktioniert wie ein Weißabgleich, ist die Funktionalität der Farbtemperatur. Also gebe ich hier oben mal Tempi reicht schon, dann findet er Farbtemperatur als Filter. Den füge ich per Doppelklick hinzu und kann jetzt für das gesamte Bild wieder die Temperatur einstellen. Und man sieht, das wirkt ein bisschen anders als der Weißabgleich eben. Das ganze Bild wird etwas wärmer. Ich habe es gerade auf 9.500 Kelvin gestellt. Ich könnte es auch kühler machen, dann wird es natürlich noch blauer. Und das ist eben das, was Ihre Kamera auch macht. Automatischer Weißabgleich, wenn Sie die Kamera irgendwo hinhalten, dann wird dort die Temperatur gemessen und entsprechend gegenreguliert. Aber die Frage ist halt, was misst Ihre Kamera an der Stelle? Das weiß ich nicht, weil ich kenne Ihre Kamera nicht. Das machen die Kameras auch alle unterschiedlich. Wir könnten also über diese Farbtemperatur das Problem auch ein bisschen in den Griff bekommen. Auch das könnten wir jetzt wieder maskieren, so wie wir es gerade gelernt haben. Maskierung, Gradation, über den Effekt ziehen und auf Schatten stellen. Gucken, wie sich das Ganze verändert. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Damit können also über diese Maskierungseffekte können wir jeden Effekt im Expertenmodus maskieren. Und wenn ich möchte, dass die Maskierung aufhört, füge ich den Effekt Maskierung entfernen hinzu und kann danach jetzt andere Effekte einbauen. Das waren jetzt Varianten, wie kann ich dem Problem beikommen im Expertenmodus. Es gibt noch zahlreiche andere Methoden und wir haben dieses Webinar in einer ähnlichen Form vor einigen Wochen schon mal gemacht. Ich glaube, es war am 9. Januar, wenn ich mich nicht täusche. Da war schon eine Variante Winterbilder mit HDR Projects. Und ich versuche Ihnen heute halt für die, die das andere auch gesehen haben, ein paar komplett andere Dinge zu zeigen. Eine weitere Variante, wie wir das machen können. Dazu nehme ich mal ein anderes Bild hier oben. Ich lade mal ein einzelnes Bild ein. Auch das können Sie mit HDR Projects 2018 machen. HDRs aus einem Bild. Schauen wir uns mal kurz an, was das Programm dann macht. Gehen wir hier rüber. Belichtungsreihenansicht. Wir haben ein originales Bild eingeladen. Und wenn Sie ein einzelnes Bild einladen, wird automatisch beim Einladen eine dunklere und eine hellere Variante, eine synthetische Belichtung nennen wir das, erzeugt, sodass auch wieder eine Belichtungsreihe vorliegt. Die ist künstlich erzeugt, aber sorgt dafür, dass wir ein bisschen mehr Lichtinformationen mathematisch dort hineinrechnen können. HDR-Fusion, soweit in Ordnung. Wir nehmen einfach mal an, das ist genau das, was wir wollen. Und hier haben wir jetzt ein ähnliches Problem. Wir haben ganz viel Schattenbereich hier unten. Da ist der Schnee blau. Wir haben
Bereich im Licht, dort ist der Schnee weiß. Und wenn es jetzt eine Spiegelung vom Himmel wäre, dann müsste ja dort der Schnee auch blau sein, weil dort spiegelt sich der Himmel ja auch. Es ist nur so, dass wir das im Schatten stärker sehen, weil das Blau dort stärker einen stärkeren Anteil nimmt. Bevor ich anfange, jetzt den Schnee farbig zu korrigieren, möchte ich Ihnen noch eine Sache zeigen. Viele von Ihnen kennen das schon. Im RAW-Modul haben Sie die Möglichkeit, im Bereich Verzeichnung den Horizont gerade zu stellen, weil ich kann leider nicht auf einen schiefen Horizont gucken. So wählen Sie dann diesen Horizont, markiere, das ist die Sonne da auf der rechten Seite, zeichnen den Horizont ein, lassen los und dann wird das automatisch korrigiert und das innerhalb der gesamten Belichtungsreihe, wenn Sie das anwenden. Die Frage, die Eugen vorhin gestellt hat, ob man, da ging es um Projekte, beim Projektspeichern Sicherheitsabfragen abstellen kann. Wenn Sie die Sicherheitsabfragen, das ist jetzt eine Frage für Fortgeschrittene, wenn Sie die Sicherheitsabfragen im Programm abschalten möchten, Achtung, das ist gefährlich, das können Sie unter Einstellungen, Automatiken machen und dann steht hier unter Sicherheitsabfragen und Zusatzinformationen ein Haken, Sicherheitsabfragen immer anzeigen. Wenn Sie das ausmachen, kommen keine Sicherheitsabfragen mehr, gar keine. Und dann können Sie sehr viel schneller arbeiten, wenn Sie mit dem Programm schon gut zurechtkommen. Heinz-Peter wirft gerade ein, Weißabgleich über das RAW-Modul geht natürlich auch, hat aber den gleichen Effekt wie im Post-Processing, nämlich es wirkt auch auf das ganze Bild. Und im RAW-Modul können wir es nicht maskieren. Deswegen hatte ich den Punkt jetzt nicht mit reingenommen. Ich wollte Ihnen verschiedene Varianten zeigen. Wir machen jetzt mal eine ganz andere Variante, wieder im Expertenmodus. Und zwar wenden wir uns dem Effekt zu Farbpalette. Den klicke ich hier mal an, füge den unten per Doppelklick ein, dann wird der unten angehängt und ich kann jetzt hier die Farbpalette verändern. Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte, dass das Orange stärker wird, Rot und Gelb. Dann werden diese Brauntöne hier am Baum intensiver. Und ich kann natürlich auch sagen, ich möchte, dass das Himmelblau entfernt wird und auch das Königsblau, das nehmen wir komplett raus. Jetzt haben wir wieder den gleichen Effekt wie vorhin. Der Schnee ist unten jetzt schön farblos, der Himmel aber auch. Und für die, die das Programm schon kennen, die wissen das schon, es gibt hier eine Möglichkeit, für einen Effekt einen Verlauf einzustellen. Also zu sagen, ich klicke da mal drauf, wo soll dieser Effekt wirken? Schieben wir das mal ein Stück beiseite, kann ich das besser erklären. Ich könnte also sagen, ich möchte, dass diese Palettenfunktion, die ich jetzt gerade benutzt habe, also das Reduzieren von Blau und das Verstärken von Rot-Orangetönen, zum Beispiel oben stärker angewandt wird als unten. Also oben vollständig, ganz unten gar nicht und dazwischen mit einem Verlauf. Oder auf der linken Seite stärker, auf der rechten schwächer. Diagonal, in der Mitte stärker als außen und so weiter. Für unseren Fall können wir sagen, wir wollen, dass der Effekt unten, hier wo der Schnee getont war, also bläulich, dass er da stark eingesetzt wird und dann nur bis zur Mitte ungefähr und für den Himmel nicht mehr. Also wähle ich diese Verlaufseinstellung. Und dann wirkt die Palettenfunktion, also die Veränderung von Blau, nur auf den unteren Bildbereich, den Himmel, lässt diese Funktion aber in Ruhe. Man sieht jetzt, wie es nur auf den unteren Bereich wirkt. Wenn Sie also Bilder haben, wo das, ich sage mal, geometrisch so klar zu definieren ist, also so bis zum Horizont, bitte den Schnee entfärben, dann können Sie das darüber sehr gut lösen. Das geht aber nur, wenn eben das Bild das auch hergibt und eine entsprechend gerade Linie vorherrscht. Ich zeige Ihnen mal ein anderes Bild, nur ganz kurz, wo Sie mit dem Effekt, also mit dieser Variante Schwierigkeiten haben, nämlich auf einem Bild, wo überall Schnee ist. Das können Sie nicht räumlich eingrenzen und hier diesen Weg geometrisch ausnehmen über einen Verlauf. Das geht nicht. Das heißt, hier bräuchten Sie jetzt andere Methoden. Das Bild wollte ich aber gar nicht haben. So, noch einmal kurz ein Blick auf die Fragen rüber. Der Egon fragt, ob diese Technik auch bei einer Landschaft mit Vollmond funktioniert. Diese Technik der Farbtonentfernung, das, was ich Ihnen hier zeige, diese Methoden funktionieren grundsätzlich bei jeder Art von Farbtonung. Sie wirken nur oder sie werden sehr häufig bei Schneebildern eingesetzt, bei Winterbildern, weil man dort das Problem einfach sehr oft hat. Nächste Reihe. Ich kann noch was einwerfen, weil du gerade die Frage hattest oder weil du gerade Luft holen willst. Es kam der Kommentar, dass ein Polfilter auch
sehr gut geeignet ist. Da muss man mit Vorsicht genießen. Wenn ein Polfilter kann dafür sorgen, wenn der Himmel sehr klar ist im Winter, klar, also sorgt der für wenige Reflexionen und, keine Frage. Wenn der Polfilter aber, wenn der Himmel im Winter extrem klar ist, dann kann es sein, dass durch den Einsatz eines Polfilters der Himmel komplett schwarz wird. Und das will man ja auch nicht. Also Vorsicht beim Einsatz mit Polfiltern und dann lieber einmal mit und einmal mit ohne ausprobieren. Okay, danke, weitermachen. Gerne. Die Frage, die kommen musste nach dem Polfilter, ist natürlich, was ist mit den Polfiltern in den Presets? Ich zeige Ihnen mal, was da passiert, weil ich diese Frage musste kommen. Der Polfilter sorgt im Normalfall dafür, dass bestimmte Lichtfrequenzen rausgenommen werden. Wir in einem Foto, das aus Pixeln besteht, aber natürlich die Frequenzen nicht mehr herauslesen können, also in welchem Winkel ist das Licht auf das Objektiv aufgetroffen. Darum geht es, Wellenlängen und Winkel. Das können wir in einem Bild nicht mehr sehen. Es sind die Polfilter-Presets Nachbildungen der Art und Weise, wie ein Polfilter wirkt. Das ist nicht reale Lichtphysik, weil die können wir nicht nachbilden, weil wir die Informationen nicht haben. Und dann gibt es noch eine helle Variante. Man sieht aber, durch einen Polfilter erhält man im Normalfall mehr Details im Bild. Und das ist gerade bei dem blauen Schnee nicht immer zuträglich. Das kann auch durchaus mal in die falsche Richtung gehen. Aber wenn Sie da eine persönliche Technik haben, wie Sie das mit dem Polfilter gut hinbekommen, klar, auf jeden Fall so machen. Wenn Sie etwas haben, was funktioniert, machen Sie es bitte. Das ist mein Blick hinten aus dem Fenster gewesen, vor einigen Wochen. Beziehungsweise, nee, das ist schon unten. Sonne steht tief, scheint mir entgegen. Die Hecke verhindert, dass das Licht reinkommt. Das erzeugt sehr blauen Schnee. Einfach nur nochmal, um zu zeigen, das Problem tritt halt wirklich fast immer im Schatten auf. Wir könnten das jetzt mit den gleichen Techniken bearbeiten. Also vielleicht, was wir gerade eben schon mal hatten, wir benutzen jetzt mal eine Kombination. Wir nehmen die Farbpalette, nehmen die Blautöne raus und sagen, das wollen wir jetzt geometrisch anwenden. Nein, das wollen wir mit einer Maskierung anwenden, mit einer Gradationskurve. Die Gradation müssen wir da drüber schieben, die Maskierung und sagen, mach das bitte nur in den Schatten. Dann bekommen wir nicht das, was wir wollen. Weil das hier sind nicht mehr nur noch Schatten. Wir erkennen das als Schatten. Für das Programm ist das aber schon heller. Das heißt, wir müssen diese Maskierungskurve etwas korrigieren, damit wir das entsprechend sehen. Und dann sieht man, wir haben den Himmel ein bisschen angegriffen dabei, aber sehr viel weniger stark als den sehr blauen Schnee. Jetzt könnten wir natürlich noch sagen, wir wollen das ganze Bild noch ein bisschen heller haben. Das ist uns jetzt zu dunkel. Dazu empfehle ich immer den Effekt dynamische Helligkeit. Es gibt in HDR Project so viele Filter oder Post-Processing-Effekte, mit denen Sie Helligkeit verändern können. Der Effekt dynamische Helligkeit ist aber von daher sehr gut, weil er es abhängig von dem zugrunde liegenden Bild macht. Man sieht aber auch hier, der Schnee ist immer noch leicht bläulich. Schauen wir uns nochmal einen weiteren Effekt an. Damit meine ich nicht einen Post-Processing-Effekt, sondern einen Effekt, der für Färbung sorgen kann und mit Blaustichigkeit, Farbtemperatur und Ähnlichem überhaupt nichts zu tun hat. Warum zeige ich Ihnen das? Um Sie zu sensibilisieren dafür, dass möglicherweise manchmal Färbungen nicht daherkommen, wo wir glauben, dass sie herkommen. Jetzt machen wir das Bild noch mal ein bisschen heller. Dynamische Helligkeit wollte ich hinzufügen, so wie gerade eben, und das Bild ein bisschen heller machen. Dann sieht es auch gleich ein bisschen freundlicher aus. Wir können hier oben noch mal einen HDR-Stil wechseln. HDR-Stile sind Grundarten von HDR-Umsetzungen, die Sie aktivieren können, was Ihnen halt gefällt. Da gibt es vorne ausgewogen Lichter und Schatten, feine Details, Grunge und leuchtend. Diese HDR-Stile wirken auf alle Presets. Das heißt, Sie haben hier nicht nur einmal 150 Presets, 155 drin, sondern fünfmal und können sich für einen HDR-Stil entscheiden. Was ich Ihnen zeigen wollte, ist etwas, was wir nur sehen, wenn wir ganz nah an das Bild herangehen. Dazu öffne ich das RAW-Modul, schalte das Bild auf volle Auflösung hier oben mit dem Auge. Und dann gehen wir mal ganz tief in diesen Schatten rein. Und ich hoffe, Sie können das in der Übertragung sehen, dass das recht bunt gefleckt ist.
um das vielleicht noch etwas sichtbarer zu machen. Jetzt müssten Sie es eigentlich gut erkennen können. Was wir hier sehen, ist klassisches Bildrauschen. Und wenn wir Bildrauschen behandeln wollen, können wir das auf verschiedene Arten und Weisen machen. Ich persönlich würde immer empfehlen, machen Sie das mit dem Entrauschungsprofi von der Projects-Reihe, nämlich mit Dinos Projects 2. Wir bleiben aber heute im HDR-Programm. Da gibt es auch Möglichkeiten der Bildentrauschung, nämlich hier eben genau im RAW-Modul im Bereich Entrauschen und Schärfen. Und man sieht, es ist irgendwie bunt, irgendwie fleckig. Wir können also versuchen zu sagen, wir wollen die Farbe entrauschen. Dann wird das schon ein bisschen besser. Vielleicht noch ein bisschen mehr Farbe entrauschen, dann wird es noch ein bisschen besser. Und ein zweiter Effekt, der hier noch drin ist, eine zweite Art von Bildrauschen, ist eine Farbwolkung. Man sieht, ich hoffe, Sie können das noch sehen, hier ist so ein lilaner Bereich, hier ist so ein lilaner Bereich, dazwischen ist es eher grünlich. Das sind also eher großflächige Rauschanteile, die dadurch kommen, dass Farbrauschen geglättet wird ins Bild hinein. Dann müssen wir danach nämlich auch die Farbwolkung reduzieren. Farbwolken entfernen, also großflächige Farbflecken, die nennt man Farbwolken, weil sie halt großflächiger sind und so wolkig auf dem Bild liegen. Das dritte, was wir entfernen müssen, ist das generelle Bildrauschen. Das ist der Regler Entrauschen. Das ist jetzt ein bisschen sehr viel gewesen. Das ist immer noch etwas zu viel. Wir wollen ja nur das eigentliche Bildrauschen wegbekommen. Und man sieht, hier bleiben jetzt noch so ein paar Artefakte stehen. Das, was Sie dort sehen, nennt man Hotpixel. Das können wir über die Hotpixel-Korrektur entfernen. Und wenn wir das dann alles gemacht haben und so eingestellt haben, wie wir das einstellen wollen, die chromatischen Aberrationen hier oben lasse ich jetzt mal stehen, das ist ein anderes Thema, wenden wir das an auf die Belichtungsreihe. Und in HDR Projects, im RAW-Modul, ist es eben so, dass diese Einstellungen dann auf die gesamte Belichtungsreihe, also auf jedes einzelne Bild berechnet werden. Wir wollen es nicht im Profil speichern. Dann wird das jetzt auf die einzelnen Belichtungsreihenbilder angewandt. Dann wird ein neues HDR-Bild erzeugt. Und dann wird ein neues Post-Processing in Klammern Tone-Mapping-Bild berechnet. Und dann sieht plötzlich der Schnee schon sehr viel besser aus, weil eben dieses farbige Bildrauschen dort nicht mehr drin ist. Manchmal kommt Farbstichigkeit nicht unbedingt aus dem eigentlichen Bild, sondern aus den Fehlern, die beim Erzeugen eines digitalen Bildes gemacht werden. Manchmal kann Rauschen der Auslöser dafür sein. Jetzt ist das Bild für meinen Geschmack ein kleines bisschen zu hell. Ich würde es ein bisschen dunkler machen, damit wir noch ein bisschen was von der Sonnenstimmung haben. Aber das ist dann wieder Geschmackssache. Wir könnten natürlich auch sagen, wir wollen noch ein paar mehr Details haben. Dann wählen wir vielleicht das Preset Details hervorheben, müssen dann aber hier wieder die Helligkeit entsprechend hinzufügen. Dann kriegen wir noch ein bisschen mehr Stärke ins Bild, also etwas mehr Mikrodetails hier unten. Also die wichtige Information an dieser Stelle: Nicht jeder Farbstich, nicht jede Färbung im Bild muss immer ein natürliches Phänomen sein. Das kann auch ein Effekt sein, der durch Rauschen kommt, der durch eine Lichtquelle von der Seite ins Bild hineinscheint, die Sie vielleicht gar nicht bemerkt haben. Eine Straßenlaterne, die 80 Meter weit weg steht, kann durchaus Ihr Bild verfärben, wenn Sie nachts eine Belichtungsreihe aufnehmen. Also da muss man dann so ein bisschen gucken, wo kommt das eigentlich her und wie kann ich damit umgehen. Eine weitere Methode, etwas fortgeschrittener, für die Projects nutze. Ich nehme jetzt hier wieder drei Bilder, neue Belichtungsreihe, lasse sie per Drag and Drop auf das Bild fallen. Die Belichtungsreihe wird wie immer ausgerichtet. Ich bekomme mein HDR-Ergebnisbild, habe aber noch die Einstellung von gerade eben hier drin, nämlich das Preset natürlich Details hervorheben, ist noch angewandt. Da stelle ich mal wieder auf ausgewogen und den veränderten HDR-Stil oben, Grunge Look hatte ich vorhin eingestellt, schalte ich auch mal wieder auf den normalen ausgewogenen HDR-Stil. Ich bin schon wieder durch die Fragen abgelenkt, pardon. Eine weitere Methode, wie wir mit Schnee umgehen können, ist das selektive Zeichnen. Und das selektive Zeichnen insbesondere erlaubt es uns, ich klicke da mal drauf, dann wird das Bild in voller Auflösung berechnet, erlaubt es uns, bestimmte Bildbereiche selektiv mit einem Pinsel zu behandeln. Was bedeutet das? Wir aktivieren mal vielleicht erstmal den Blick nach rechts wenden. Hier auf der rechten Seite können Sie einstellen, welchen Effekt Sie auf das Bild raufmalen wollen. Also wir malen nicht mit einem farbigen Pinsel, sondern wir malen einen Effekt. Zum Beispiel Farbe verstärken. Dann nehme ich mir einen Pinsel
und dann kann ich hier drauf rummalen. Muss ich noch die Maskenanzeige abschalten, damit ich das sehen kann, und dann kann ich hier einfach die Farbe verstärken. Oder ich kann einen anderen Effekt nehmen und sagen, ich möchte den Kontrast erhöhen. Das mache ich hier. Das kann ich auch übereinander machen. Was dieser Pinsel auch kann, stellen wir mal die Pinselgröße ein bisschen nach oben. Dieser Pinsel kann Konturen erkennen. Sie sehen das hier, dass die Kanten erkannt werden. Wenn die Kontur nicht richtig erkannt wird, können Sie die Konturenschärfe einstellen. Hier oben unter Konturen angegeben, können Sie also erhöhen. Und mit den Tasten 5 und 6, ich drücke jetzt mal die Taste 6, können Sie eben diese Konturenstärke, oben sieht man es im Regler, verstärken, also die Konturen schärfer machen für die automatische Erkennung oder eben abschwächen. Und damit können Sie jetzt auf dem Bild zeichnen. Und zwar Effekte. Ich nehme die beiden Sachen mal wieder raus, die wir gerade gemacht haben. Farbe verstärken nehme ich raus und benutze dann den Effekt Farbe reduzieren. Und mal dann hier auf dem Schnee. Und nehme dort die Farbe raus. Das wird jetzt natürlich in solchen Bereichen hier extrem schwierig. Da brauchen wir uns nicht der Illusion hingeben, dass wir das mit dem Pinsel schaffen würden. Das heißt, wenn Sie glatte Flächen haben, dazu nehme ich mal kurz ein anderes Bild vielleicht. Vielleicht das vom Start vorhin. Wo habe ich es gehabt? Hier. Wenn wir also ein Bild haben, wo wir klar abgegrenzte Schneebereiche haben, die jetzt nicht durch ganz feine Äste unterbrochen werden, dann könnten wir hier das selektive Zeichnen öffnen. Dauert einen kleinen Moment, weil der Speicher muss bereitgestellt werden vom System, sagen Farbe reduzieren und können hier mit einem großen Pinsel und einer geringen Konturenerkennung da oben drüber malen, die Maskierung abschalten, dann sehen Sie es besser. Dann malen wir hier unten den Schatten einfach die Farbe raus. Da wir die Färbung vielleicht nicht ganz rausnehmen wollen, damit das so ein bisschen natürlich bleibt, können wir die Gesamtintensität hier entsprechend regulieren und darüber dann den Schnee in eine ansprechende Farblosigkeit, sage ich mal, bekommen. Also selektives Zeichnen ermöglicht uns, eben selektiv bestimmte Effekte aufs Bild zu malen. Das wollte ich Ihnen jetzt vorher gezeigt haben, bevor ich Ihnen eine andere Technik im selektiven Zeichnen zeige, die es uns ermöglicht, zwei Bilder miteinander zu kombinieren. Dazu aktiviere ich mal den Optimierungsassistenten und wähle im Optimierungsassistenten aus die Optimierungseinstellung High Key. So, jetzt haben wir hier ein Bild. Dieses Bild können wir jetzt speichern. Datei, Ergebnisbild speichern. Das speichere ich jetzt zwischen. Das nenne ich Zwischenbild. Die beiden Unterstriche habe ich daran gemacht, damit das gleich oben im Verzeichnis angezeichnet wird. Das mache ich immer so. Das hilft einem, Dateien schneller wiederzufinden. Jetzt mache ich den Optimierungsassistenten wieder aus und lege jetzt dieses Bild, was ich gerade erzeugt habe, nämlich das Zwischenbild, in selektiven Zeichnen auf dieses Bild drauf. Das passiert in der zweiten Kategorie im Bereich Composing. Da kann ich ein Bild mit dem Pinsel in dieses Bild hineinmalen. Schauen wir uns an, wie das funktioniert. Ich aktiviere die Maske, klicke auf Composing-Bild einladen, wähle mein Zwischenbild. Das hat er jetzt eingeladen und das steht mir jetzt zur Verfügung. Ich kann das jetzt hier mit dem Pinsel, Maskierung abschalten vorher, kann ich das hier drauf malen. Man sieht, dann kriege ich das Stück für Stück darauf gemalt. Das ist soweit schön und gut. Das hilft uns jetzt im Moment nicht. Das macht aber nichts. Das war auch nicht das, was ich wollte. Ich wollte nur sehen, dass Sie verstehen, was hier passiert. Also löschen wir die Maskierung wieder und legen das Bild komplett obendrauf. Das habe ich hier mit diesem Maske-Invertieren-Knopf gemacht. Ich hätte auch die gesamte Maskierung voll zeichnen können. Der Maske-Invertieren-Knopf geht aber sehr viel schneller. Von einer leeren Maske ist die invertierte Maske die volle Maske. Also haben wir jetzt das gesamte Composing-Bild auf unser HDR- und tongemapptes Bild gelegt. Und jetzt kommen eben hier diese Verrechnungsmethoden ins Spiel, die der eine oder andere von Ihnen vielleicht aus Bildbearbeitungsprogramm kennt, Photoshop, Affinity Photo, was es da alles gibt. Und dort können wir jetzt entsprechende Verrechnungsmethoden wählen, zum Beispiel negativ multiplizieren und können dann das Ganze mit einer gewissen Intensität hineinbringen.
um den Schnee insgesamt, um den Bildlook zu verändern. Wir können das auch miteinander multiplizieren zum Beispiel. Dann kriegen wir ein etwas dunkleres Bild und haben die Blauanteile noch drin. Das bringt uns also nichts. Es sind also bestimmte Verrechnungsmethoden, die für Schneebilder sehr gut geeignet sind. Das ist zum einen weiches Licht. Das war das Originalbild. Das ist das mit weichem Licht verrechnete High-Key-Bild. Wir sind hier also wirklich in der fortgeschrittenen Bildbearbeitung. Weiches Licht funktioniert sehr gut. Negativ multiplizieren funktioniert auch sehr gut. Da muss man dann die Intensität ein bisschen rausnehmen und vielleicht die Belichtung ein bisschen runterdrehen vom Originalbild, also vom einzuzeichnenden Bild. Weiches Licht negativ multiplizieren. Und wenn ich mich nicht täusche, ist invers addieren auch geeignet. Reduziert aber die Details, macht das Bild flacher. Das ist nicht so schön. Also weiches Licht ist da tatsächlich eine der besseren Varianten. Sie können natürlich auch einfach andere ausprobieren. Sagen, ich möchte das überblenden. Sieht auch sehr schick aus. Da ist dann, sind zwei Dinge gefragt. A, Ihr Geschmack. Den kennen wir nicht exakt. Das können nur Sie selbst entscheiden. Und B, Erfahrung. Und wenn Sie sich merken, weiches Licht, überblenden, negativ multiplizieren ist für Schnee ganz gut, dann haben Sie schon eine Menge mitgenommen. So, einmal Luft holen, nochmal einen Blick auf die Fragen werfen. Wir sind soweit ziemlich aktuell. Das ist gut. Ja, genau. Ich würde vielleicht den Carsten nochmal bitten, mir zu sagen, mit welchem Bild das gemeint war, weil ich habe das jetzt, kann das gerade nicht zuordnen. Und dem Sven nochmal, was mit den Vögeln gemeint ist. Die Vögel über dem Wasser aus einem der drei Bilder nehmen, um dieses Schaf abzubilden. Da geht es vermutlich um solche Sachen wie Geisterbildkorrektur. Ja, ich glaube, er meint auch, in dem Bild sind ja im rechten unteren Quadranten sind ja auch Vögel zu sehen. Vielleicht geht es darum. Ja. Das könnte sein. Eine interessante Frage oder einen Hinweis habe ich bekommen vom Walter, dass er mal ein Webinar machen könnte, was sich nur um die Maskierungen dreht. Das können wir gerne mal machen. Ich denke, das ist für dich ja auch ein Heimspiel, Michael, oder? Ja, also Maskierung können wir mit Sicherheit mal explizit machen, weil das ein Riesenthemengebiet ist. Damit kann man unheimlich viel machen. Im Expertenmodus insbesondere, man kann natürlich auch Maskierung noch speichern im Composing verwenden. Aber das ist wirklich für Fortgeschrittene. Das gehen wir dann ruhig nochmal extra an. Vielleicht zu der Frage vom Sven. Hier unten um diese Vögel hier unten geht es, die so ein bisschen unscharf dastehen, nämlich so ein bisschen durchlässig sind. Da müssen wir dann mal gucken in der Belichtungsreihe, hier oben auf Belichtungsreihe bearbeiten, aus welchem Bild kommen die denn? Man sieht im mittleren Bild keine Vögel zu sehen. Im hellen Bild Vögel zu sehen, aber irgendwie weich, weil Langzeitbelichtung. Und aus dem dunklen Bild kommen diese Vögel. Und hier könnte man jetzt auf die Idee kommen zu sagen, ja, wir wollen, dass dieser Bereich mit dieser Vögel hier besonders stark ins Gewicht fällt. Dazu können wir dann hier den Jetzt bist du weg, Michael. Ah, okay, ja. Alles klar. Das ist wieder die Hardware-Pause. Ich kann meine Festplatte nicht abgewöhnen, zwischendurch zu parken. Ich habe es versucht, es funktioniert nicht. Dann fährt die Festplatte hoch und dann habe ich immer 5 Sekunden Stillstand hier auf dem Rechner. Wir könnten jetzt versuchen, dieses Gewicht hier von diesem Bild, von dem dunklen Bild zu erhöhen. Dafür gibt es hier auf dem Pinsel das Tool HDR Painter. Damit können wir die Gewichte die Gewichte waren diese grauen Bilder, die können wir verändern und können in die HDR-Fusion manuell eingreifen. Man sieht, dieses dunkle Bild, dort wo die Vögel ja zu sehen sind, ist hier mit einer roten Markierung gekennzeichnet. Das heißt, wenn ich hier oben die rote Markierung wähle, zeichne ich im Gewichtsbild des mit rot markierten Bildes, nämlich im dunklen Bild. Da kann ich dann einen Pinsel nehmen, kann hier die Gewichtung erhöhen. So, jetzt sind die Vögel schärfer gezeichnet, nämlich so wie im dunklen Bild. Aber man sieht natürlich dort, wo ich das hineingemacht habe, wird es auch dunkler, weil das Bild ist ja dort dunkler, das muss ja dunkler werden. Und wenn Sie das manuell wie hier nicht gut hinbekommen, löschen wir die Gewichte nochmal raus. Sind das Fische? Okay, wenn es Fische sind, sagen wir mal, es sind Tiere.
Damit treffen wir es dann. Ich gucke gleich noch, ich zoome gleich mal ein bisschen ran, vielleicht können wir dann sehen, was es ist. Wenn Sie das manuell nicht mit diesem Gewichtspainter hinbekommen, dann können Sie natürlich auch hier, ich mache den Painter mal eben wieder aus, die automatische Geisterbildkorrektur bemühen. Denn genau das ist ja das, worum es sich hier dreht. Es sind Objekte. Ich gehe jetzt mal auf die volle Auflösung, gucken, ob wir dann mehr sehen. Ja, ich glaube, es sind tatsächlich Möwen. Es sind bewegte Objekte. Also für das Programm sind es bewegte Objekte, die nur in einzelnen Bildern vorkommen. Und genau das ist die Definition von Geisterbildern. Wie man hier auch sieht, die sind so ein bisschen durchlässig, also sehen aus wie Geister. Wir aktivieren die automatische Geisterbildkorrektur und gucken mal, was passiert. Wir bekommen ein Bild, wo die Vögel weg sind. Woran liegt das? Warum sind die Vögel jetzt entfernt worden? Wenn Sie eine Geisterbildkorrektur machen wollen, müssen Sie das an einem Bild festmachen. Sie müssen sagen, das ist das Referenzbild oder wir haben gesagt, das ist das Masterbild, das zentrale Bild der Belichtungsreihe. Das ist nicht immer das Bild, was genau in der Mitte liegt, sondern das ist das Bild, was von der Belichtung am nächsten an einer natürlichen Plus-Minus-Null-Belichtung liegt. Wenn Sie also eine Belichtungsreihe schießen von -6 bis +3 EV, dann liegt das Masterbild auch auf dem 0 EV-Bild und nicht auf dem mittleren Bild, was bei -2 wäre. Es wird also dieses Referenzbild genommen als Basis für die Geisterbildkorrektur. Wenn ich jetzt möchte, dass eben genau diese Vögel zu sehen sind, dann muss ich dieses Bild als Referenzbild, als Masterbild setzen. Das kann ich mit dieser Schaltfläche tun. Klick. Dann ist dieses Bild jetzt das Masterbild und die Geisterbildkorrektur wird dann entsprechend ausgeführt. Ich schalte sie jetzt nochmal wieder aus, damit Sie den Unterschied sehen und wieder ein. Und jetzt wird das neue Bild als Referenzbild genommen und man sieht, die Vögel sind so scharf, wie sie eben im Originalbild sind. Aber das ganze Bild wird natürlich auch dunkler, weil wir jetzt das dunkle Bild als Referenz gesetzt haben. Die Vögel werden aber schärfer gezeichnet. Eine weitere Gefahr, die dabei besteht, wenn Sie das Masterbild versetzen auf ein dunkleres oder helleres Bild, ist, dass Sie entweder Details bei helleren Bildern in hellen Bereichen verlieren oder bei dunklen Bildern, dass das Rauschen sich verstärkt. Dass Sie mehr Rauschen im Endergebnisbild, also im fertig bearbeiteten Bild drin haben. Aber Sie haben, und das ist Philosophie von HDR Projects, immer die Freiheit, all diese Dinge zu tun. Und ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, die Veränderung, die wir im Composing gemacht haben, vorhin im selektiven Zeichnen, im Composing, das High-Key-Bild mit der Ebenenverrechnung hinzuzufügen, ist nach wie vor noch enthalten. Das können wir also auch nachträglich noch machen mit der Geisterbildkorrektur oder im RAW-Modul. Vielleicht den Horizont korrigieren und den ein bisschen gerade ziehen. Wir können den Horizont auch an Gebäuden gerade ziehen. Also vertikal, dafür müssen wir nicht unbedingt eine Horizontlinie nehmen. Wir können also jede Änderung zu jeder Zeit machen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Sie sind nicht daran gebunden, dass Sie sich an bestimmte Reihenfolgen halten müssen, sondern Sie können alles zu jeder Zeit tun. Sie können den gesamten Arbeitsstand als Projekt speichern. Datei, Projekt speichern unter, dann wird alles, was Sie gemacht haben, als Projekt gespeichert und Sie können später daran weiterarbeiten. Sie können Ando-Stufen anlegen und, und. Die Frage vom Dieter, Funktion, globales Gewicht und Belichtung, zeige ich Ihnen auch noch mal kurz, weil natürlich, wenn ich mich hier in diesem Bereich bewege, dann muss diese Frage natürlich kommen. Sie können nachträglich, ich setze mal das Masterbild wieder zurück, Sie können nachträglich jederzeit innerhalb des Programmes die Belichtung einer einzelnen Aufnahme ändern. Ich mache mal die Geisterbildkorrektur eben aus. Sie können also die Belichtung verändern und es passiert vielleicht nicht das, was Sie erwartet hätten. Ich habe jetzt die Belichtung des mittleren Bildes heller gemacht und trotzdem wird das HDR-Bild dunkler. Daran sehen Sie, dass ein HDR-Bild nicht immer so dem entspricht, was wir natürlicherweise vielleicht erwarten. Schauen wir uns das im Bild an. Das war die Originalbelichtung und ich kann jetzt halt dieses Bild heller machen. Ich kann dahergehen und sagen, ich möchte dieses Bild noch dunkler machen und bekomme ein neu fusioniertes HDR-Bild daraus. Man sieht, hier sind ein paar mehr Informationen entstanden. Das kann ich auch wieder zurückschalten. Und des Weiteren kann ich zum Beispiel auch sagen, dieses helle Bild möchte ich stärker in der HDR-Fusion haben. Das möchte man. Ich möchte jetzt einfach, dass das helle Bild stärker eingeht. Dann erhöhe ich das globale Gewicht. Und dann werden bestimmte Bereiche, nämlich die Bereiche, die genommen werden, hier mal auf das Gewicht achten, werden entsprechend
stärker gewichtet und gehen damit stärker ins HDR-Bild ein. Wenn Sie also vielleicht mal eine praktische Anwendung dafür, wenn Sie in einem HDR-Bild die Schatten aufhellen möchten, erhöhen Sie das Gewicht vom hellen Bild und die dunklen Bereiche werden heller. Aber nur die dunklen Bereiche, weil die HDR-Fusion eben so gestrickt ist, algorithmisch so festgelegt ist, dass aus dem hellen Bild die dunklen Bereiche, also die Schatten, genommen werden. Das sind alles so Sachen, die sich dann so Stück für Stück ergeben, wenn man mit dem Programm ein bisschen arbeitet.